Was geht ab, meine werten Freunde? Und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Etchner bricht aus. Mit dem Schlüsselmeister? Wer bist du eigentlich? Und vor allen Dingen, was weißt du noch über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Was weißt du sonst noch über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein Un... verwendet man könnte... Achso, okay, es ist immer dieselbe Option an der Stelle. Okay, weißt du eigentlich auch, wie ich hier rauskomme? Weißt ist mir wichtig. Auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Ja, wie komme ich denn auf die andere Seite des Gitters? Das ist das, was mich interessiert, weil dann können wir den Herrn Blase endlich entfernen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Okay, Kopie vom Generalschlüssel. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Okay. Das ist viel. Aber wo zur Hölle? Wir sind in einer ganz verdammten... Die Medaille vom Adrian. Wir müssen ihn in seinem Spiel schlagen, um den zurück Gold zu kriegen. Den Ton brauchen wir also aus der Erde. Wir müssen also auf jeden Fall den Löffel vom Barmann irgendwo herkriegen und dann irgendwo graben. Wir müssen also auf jeden Fall schon mal in den Garten oder so. Okay, da kriegen wir den Ton her. Aber was mit einem Vehikel? Das weiß ich nicht. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay. Ja. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, ganz viel Wäsche ab unten in das Waschsystem zu kriegen. Der Rest ergibt sich dann erstmal von alleine. Gut, ich glaube, ich weiß Bescheid. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Nein, eine. Warum sitzt du in der Zelle? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay, Mörder. Dr. Marcel? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ne. Mehr wäre mir lieber. Aber gut. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Ja, eigentlich, er wirkt zwar sehr creepy und dass er uns wahrscheinlich umbringen will, aber er hat immerhin einen Plan und übrigens sieht das Loch aus wie seine Nase. Aber gut, wir müssen dann erstmal weg. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Ich frage mich, ob das derselbe Poki ist wie der am Fenster. Und wir haben ja vor allen Dingen auch noch so viel, Mülleimer und so weiter, einen Alarmknopf. Eine Freisprechanlage. Achso, die ist für da drin. Ja, genau, den Stuhl, den Lichtschalter und einen Kalender.
Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Echt uncool. Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Aber in meinem anderen Ton. Hier ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Nö, nicht mal für ein lustiges Rätsel. Den Alarmknopf will ich nicht drücken, aber ich frage mich, was Poki jetzt zu sagen hat. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt. So. Sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Was? Poki, wie kannst du sowas in einem Videospiel sagen? Keine Zeit auszuruhen. Ja. Okay, der Stuhl hat dieselben Optionen wie alle anderen auch. Lea. Hallo Mülleimer. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Da stand Nein, geh weg und außerdem ist das Müllmonster wirklich überall. Cool. Hat er hier einen neuen Kommentar? Komm schon. Ja! Hallo, Prinzessin. Okay, Poki, was hast du zu dem Creepy zu sagen? Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gerne für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt, wie fast an alle Sprecher, bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahen Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß mal, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch noch nicht, ich habe den Faden verloren. Okay. Ich muss weg. Grüß dich. Alles klar. Okay, danke Poki für diese doch sehr interessante Info. Gut, ja, den Alarmknopf lassen wir mal lieber weg. Safety first, you know. Wir haben ja außerdem noch ein bisschen was anderes. Wir haben ja noch ein Flurende. Wo uns dieser wohl hinführt, das ist eine gute Frage. Ich hab grad so einen What the Fuck-Blick drauf. Also, wir haben hier ganz viele Betten. Wir haben hier ein paar Vorhänge. Was ist ernsthaft? Aber was seid ihr denn eigentlich für Gestalten? Der ist bestimmt Brian. Hoti und Moti. Aha. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ihr seht mir aus wie zwei Typen, die einfach zu blöd sind, weil sie zusammen einen Pulli tragen. Hoti und Moti?
Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Die sind nicht mandelförmig, er sieht aus wie ein Lachs. Auf Drogen. Na, eigentlich nicht. Er sieht ein bisschen aus wie Drogebecher. Und was sitzt ihr da so rum? Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Ja, total. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Wow. Warum tragt ihr nur... Ich will eigentlich gar nicht weiterreden. Ich will einfach abhauen. Die am besten mit dem Drink von vorhin bewerfen. Und dann weiter abhauen. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid definitiv keine Zwillinge. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Deswegen seid ihr in der Klapse. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Also... Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Das sagen irgendwie alle. Wir gehen mal zurück. Ich glaube nämlich auch, das ist wieder ein Doppelpoki. Deswegen erstmal der Poki. Diese Musik, die passt so überhaupt nicht ins Setting. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd ich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Lichtkanten zeichnen. Schattenlayer setzen. Und Lichtkanten zeichnen. Voll gut. Wieso hat diese scheiß Musik im Hintergrund das so genervt? Ey, das war voll gut. Ich bin normal. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß dran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber wahr. Die Idee, die ich dazu beigesteuert habe, ist Brody, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Ich dachte mir schon, dass Brody auf jeden Fall vom Bogi kommen muss. Es wirkt einfach so, als muss das so sein. Es klang schon danach. Wir können auch garantiert ihren Pullover aufschneiden, oder? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Nein, Künstlerin. Hab ich mal gehört. So, die gute alte Raus-und-Rein-Technik?
Hä? 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 Na? Na? Mist. Okay. So, weiter weggehen. Mit denen da passiert doch garantiert noch irgendwas. So, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder weiter? Jetzt ist langsam so der Punkt erreicht, okay, wir haben jetzt gesehen, aber wir wissen nicht. Ach ja, hier war der Typ drinne. Denn hier gegenüber war gleich... Hier hinten war das genau der Raum. Oh Gott. Ich stehe jetzt wieder auf dem Schlauch. Scheiße. Ja, hier haben wir Licht an. Das muss auf jeden Fall sein. Ha! Jetzt sind sie weg. Mein Bett. Die Decke, die benutzen wir. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Okay, dann nimm die Decke. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte. Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Dann red mit ihr. Hoti? Moti? Sie haben sich in Luft aufgelöst. Puff. Ja, dann... Schneid kaputt. Dann, kritzeln. Stimmt, draufkritzeln haben wir vergessen. Edna. Okay, der ist gut. Schleim voll. Hiermit kann ich kein Unheil. Wartet, müssen wir nochmal machen. Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Der Stinktrink ist leer. Spuck. Ha, das funktioniert. Schnippschnapp. So, noch was? Wir können Chips drauf verteilen. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Okay, noch was? Ach ja, die können wir nicht. Ja, nee. Und dann. Okay, so. Gut, dann sind wir fertig. Mal gucken, was der Wäschelift sonst noch zu bieten hat. Irgendwo müssen wir ja mit unseren neuen Items weiterkommen. Und wir können auch vielleicht... Ach nee, können wir nicht. Nee, stimmt, also wir müssen tatsächlich, wir müssen mit dem Wäschelift in den Wäscheraum fahren, in den Waschraum fahren. Und los geht's. Und dort runterfallen. Ich warte, wir haben alle Gesprächsoptionen durch. Können wir ihn eigentlich anspucken? Bist du durstig? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Da kommt der nächste Ausgang. Mist. Ach was. Guck mal, hier können wir runter. Oder reicht der Herr Wäschehaufen noch nicht aus? Ja, es hat gereicht. Okay, Poki, dann hau mal raus. Was hast du zu diesem Raum zu sagen? Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio und gesagt habe, so, ja, weiß nicht, kling doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski und dann diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Das ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Ja, und ich spüre, dass auf jeden Fall der Part schon viel zu lange geht. Ich gucke gerade auf die Uhr und denke mir so, oh, 19 Minuten, das ist ein bisschen lang. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Peace out, the Raccoon Stable. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Auf jeden Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. Wartet, so.